Willkommen zurück zu Planet Wings. Geheimkommando. Unser Agent hat das hier alles infiltriert, die Headquarters und auf Izanu Island. Und unsere, sind alle, die warten auf die Rettung am Heliport. Und ich soll das Radar benutzen, um zu finden, bla bla, und infiltrieren und die retten. Tja, wie benutze ich den Heli? Nase hoch, Nase runter. Speed up, speed down. Und L und R, Missiles. So, Leute. Keine Zeit für irgendwelchen Krimskrams. Keine Zeit für Fluglizenzen. Es geht in den Krieg. Es geht ums Schiffe versenken. Nee, es geht darum, politische Gründe, Terroristen, Krieg, Erdbeben, Böses. Man könnte dies hier als Endgegner bezeichnen. Los geht's! Attacke! Ich sehe den Krieg! Ich mache alles kaputt! Krieg! 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 Okay. Jetzt wird's langsam zu freaky. Ich erkläre euch, was los ist. Wir gehen jetzt hier auf Izanu Island. Ist sehr groß. Und wir werden hier beballert. Und das nicht zu knapp. Ich habe das erst ein einziges Mal in meinem Leben geschafft. Wir müssen einfach nur landen. Wie viele von diesen Dingern, die uns hier abschießen, wir erledigen wollen, ist uns selbst überlassen. Es ist aber viel einfacher, erstmal alle abzuknallen oder alle, die uns im Weg sind, bevor wir landen. Ihr seht, die schießen uns ab und wenn wir zu tief sind, können wir fast gar nicht ausweichen. Deswegen habe ich erstmal gesagt, die maximale Höhe erreichen, da können wir am besten ausweichen. Weil wir dann noch Zeit haben, bis uns die Dinger erreichen. Und immer wenn ihr das Geräusch hört, dip, können wir eins von diesen Dinger, die uns beschießen, abknallen. Bam! Einfach alles abknallen. Wenn wir es sehen, abknallen. Dann sind wir die Sorgen los, versteht ihr? Auf dem Radar können wir sehen, wo es lang geht. Aber ich wette, da hinten war noch was. Ich werde das garantiert nicht beim ersten Mal schaffen. Das ist viel zu schwierig. Das allerletzte Level im Pilot Wings ist ebenfalls ein Heli-Level bei Nacht. Aber der ist so schwierig, das habe ich noch nie geschafft. Und das hier habe ich nur einmal geschafft bisher. Sergeant, wir haben ein Problem! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sagt meinen Abonnenten, dass ich ihnen allen gedankt habe. Und tschüss, Mann! That's it. Und so schnell ist die Welt untergegangen. Continue. Ja, Mann, ich weiß. Puh, ja. Fail Nummer 1. Wird eine lange Nacht. Ja, es ist schon ein bisschen schwierig. Das muss ich ganz einfach zugeben. Dass man mit nur einem Treffer K.O. geht, das ist allerdings realitätsnah und erhöht den Schwierigkeitsgrad. Bla bla bla. Schwierigkeitsgrad. Allerdings hätte ich es für besser gefunden, wenn man erstmal, ja, vielleicht einen Treffer noch so überleben könnte. Aber gut, man muss gut ausweichen. Was die nicht wissen, ich will ja Tony und Lance gar nicht retten. Jetzt sind wir zu niedrig, Leute, oh wow. Können die uns leichter treffen. Ich will nur Shirley retten. Das wäre auch realistischer gewesen. Shirley wurde entführt. Rette sie und du darfst mit ihr ins Bett. Nee, obwohl, die sieht aus, als wäre sie gerade aus den 80er Jahren gekommen. Na, obwohl, das Spiel ist von 92. Ha, ich hab's vergessen, da zu erwähnen. Aber im ersten Part erinnert ihr euch an... Na, obwohl. Wenn wir nochmal fehlen, dann zeige ich es euch. Vergesst, was ich gesagt habe. Okay. Am Radar orientieren. Oh, da ist noch einer. Zack. Einfach so schnell wie möglich abballern.
Leute, jetzt geht das. Wow. Wow. Du Spaten. Nicht schlecht. Jetzt geht's noch, aber später. Also so lang ist Level jetzt auch wieder nicht. Ey, mit dem habe ich meine Probleme. Oh mein Gott. Aber wieder ins Wasser. Das ist nur halb so interessant. Später tauchen noch unsichtbare Dinger von denen auf. Das wird grausam. Was ich so geil finde, was interessant ist. Pilot Wings von unten. 1990? 1992 Nintendo. Ja, haben die 1991 nichts geschafft, oder was? Naja, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze einfach, dass das Spiel entwickelt wurde 1990 und 1992 erst nach Europa kam. Ganz einfach, weil 1990 noch kein Super Nintendo in Deutschland gab. Und dafür war es wirklich genial, am Anfang der Super Nintendo-Ära das hier schon zu machen. Bam, 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 bam. Weil die Technologie ist ja für damals sehr weit fortgeschritten gewesen. Das heißt hier, ich glaube, das heißt Mode 7, oder? Ich bin mir nicht sicher. Dass man diese, ja, es ist kein 3D-Effekt, aber ihr wisst schon, dass man landen, also wenn ihr auf eine Insel zusteuert, ihr versteht schon. Also es ist kein simples Bitmap, sondern der Ansatz einer 3D-Grafik wurde auch benutzt in Starwing, dem ersten Abenteuer von Fox. Und auch in Yoshi's Island, aber nur ganz wenig. Zum Beispiel, ihr kennt es, wenn ihr mit Yoshi im ersten Schloss seid oder einem der ersten Schlösser. Warum sind eigentlich so viele? Oh mein Gott, fast getroffen. Ein bisschen zusammenreißen hier. Und dann kommen diese Klappen runter, diese... Ach, was weiß ich. Oder die Endboss-Gegner, die größer werden. Das ist auch die Mode 7-Technologie. Oh, nicht getroffen, vollgesoffen. Was soll das denn? So, hit, hit. Wow, da kommen aber noch. Die Dinger sind kaputt, aber die Strahlen kommen immer noch nach. Jetzt, oh, fuck you. Was willst du? Warum ist da noch einer, Mann? Wir werden jetzt mal ein bisschen weiter von rechts auf das Ding Kurs nehmen. Was uns immer abknallt. Da ist es. Oh mein Gott, es hat es schon wieder fast geschafft. Ey, du bist gut. Du bist gut. Ich gebe es ja zu, du bist gut. Aber diesmal lass mich doch auch mal gewinnen. Oh, wieder so knallharte Dinger. Wow. Aber das Schlimmste kommt ja erst noch. Ihr seht es auf dem Radar, wo unser Ziel ist, wo wir landen müssen. Aber ganz ehrlich, diese unsichtbaren Dinger sind zu viel für mich. Okay, jetzt mal ganz piano. Ich baller schon mal, weil die sind halt unsichtbar, ne? Ist klar. Es gibt auch sichtbare, wie ihr seht. Da müssen wir drauf achten, jetzt kommen gleich Strahlen. Da, zum Beispiel. Strahlen, wo überhaupt keins von diesen Dingern ist. Das ist fies. Das Geräusch bekommen wir trotzdem. Boah, zwei sogar, so viele, hey. Nein, oh, 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 nein, 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 nein. Fast getroffen, aber eben nicht. Panik. Hier war irgendwo an. Oh Mann. Oh, getroffen. Oder war noch eins? Wir haben keine Ruhe. Boah, so viele noch. Hier war einer. Oh, da ist noch einer. Nein, bitte nicht. Oh. Heilige Scheiße. Warum machst du sowas? Hier irgendwo. Ah, ah, getroffen. Ich hoffe, das waren jetzt alle von hier. Das wäre eine Seite gewesen. Jetzt kommt auch noch die andere Seite. Du erstmal. Jawohl. Boah, guckt euch mal an, wie viele, hey. Ah, da sind direkt daneben zwei. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Hinten ist auch einer, der auf uns feuert. Aber ich glaube, den können wir ignorieren. Oder? Nein. Sollten wir nicht. So, hier gibt es auch noch Unsichtbare. Kommt her! Ich habe Angst jetzt. Ich will es schaffen.
Sollen wir landen? Wir versuchen jetzt zu landen. Ich habe Angst, weil da noch Dinger gibt. Aber die scheinen uns nicht abzuknallen. Wir müssen das Landen auch hinkriegen, übrigens. Ah, okay, ja, ist in Ordnung. Es sieht fast so aus, als könnten wir es schaffen. Ich bin total aufgeregt. So sind wir gerade. Aber, oh mein Gott! Warum krieg ich den Land nicht hin, weil ich zu nervös bin? Oh, mach doch nicht so hoch! Oh Mann, ich krieg's nicht gebacken. Ey, warum bin ich so blöd? Jetzt immer gerade. Ach, Kinders, was macht ihr denn mit mir? So, komm. Great Landing. Wir stehen zwar schief, aber jetzt stehen wir gerade. Da ist Lance, nee, das ist Tony. Da sind sie. Das sind sie! Ich bin so stolz auf mich. Nee, Spaß. So schlimm ist jetzt aber wieder nicht. Rescue successful! Und jetzt kommt der, den ich nicht abgeknallt hatte. Boom! Das hast du wirklich toll gemacht, Mann! Also, für so ein. Also, ne? Also du bist jetzt, du kriegst die Silver Pilot Wings. Pilot Wings. Die silbernen Pilotflügel. Ah, ja. Die silbernen Pilot Wings. Schön. Ich finde sogar, ich sollte mir das Passwort aufschreiben. Für den nächsten Part. Lol. Weil, obwohl, ne, ich kann ja, ich schreib's mir trotzdem auf. Auf dem Computer. Ha! 400, 718. Ja! Okay. Wie geht's weiter? Damit kann das Abenteuer jetzt auch erstmal beginnen, weil. Pilotwings Expert. Das bisher war Kinderkram. Dann kannst du ja im nächsten Part weitergehen. Ich freue mich drauf. Bis dann und ciao!